Leute, Adventskalender-Time und ich zeige euch den Dresdner Adventskalender. Den habe ich mir gegönnt für 27,95 Euro bei DM. Habe ich mir den gekauft. Und er ist relativ schwer, Leute. Und ich bin echt gespannt, was er so zum Darbieten hat. Die Verpackung selbst, naja, ich sag, das ist Weihnachten, ja. Geschmackssache, ja. Meines nicht ganz so. Ich finde das sehr plakativ mit den Formen und mit den Farben. Ist sehr, sehr, sehr klischeehaftig. Hinten drauf stehen auch die Produkte. Ich bin froh, ist es nur geschrieben. Manchmal hat man es sogar abgebildet. Mit geschrieben kann ich noch leben. Aber ich würde am liebsten gar nichts wissen. Und der Nachteil ist wirklich, man kann das nicht entfernen. Ansonsten ist es auch ein aufklappbarer. Finde ich immer gut und praktisch. Mit dem bin ich einverstanden. Es heißt Beauty. Es heißt 24 mal Pflege und Verwöhnen. Und ich würde sagen, wir schauen gemeinsam rein. Und wir starten mit Türchen Nummer 1. Oh, don't worry, be happy. Ach Leute, ich sage auch wieder, das ist so ein Adventskalender, wo die Produkte nur schwer rauskommen. Hey Leute, das ist Glas. Will ich nur mal gesagt haben. Don't worry, be happy. Ich habe ein Haar da. Aroma Schaumbad mit ätherischen Mandarinen, Orangenöl und Tonkabohnenextrakt. Und zwar sind das 20 ml. Ich bin nicht ganz Orange und Mandarine. Ich werde aber mal daran duften. Ich muss es testen, Leute. Ist noch schwierig zu sagen. Ich finde es jetzt nicht absolut abstoßend, aber ich muss es testen. Ja, ich kann schon mal baden. Das finde ich very, very nice. Türchen Nummer 2. Ich sehe es beim Schneemann. Ein pflegendes Duschgel mit Aloe Vera. Vitalisierende Frische ist auch eine kleine Tube von 20 ml. Ich versuche auch daran zu schnüffeln. Ich wollte gerade sagen, ich rieche nichts. Kommt schon der erste Tropfe raus. Gut, dann brauche ich nicht länger. Ich rieche gerade nichts Spezielles. Aber Aloe Vera ist ja auch eine gute Sache für die Haut. Also sicher gut. Schön. Türchen Nummer 3. So. Leute, entschuldigt, ich habe Kopfschmerzen, habe eine Tablette eingeworfen, vielleicht bin ich nicht die Schnellste. Ich habe hier ein Bademini süße Überraschung mit Toffeeduft. Ja, ich riech nichts dadurch, außer Plastik. Also ich kann nicht sagen, wie es duftet. Meistens reichen mir so kleine Badetabs nicht aus für ein Vollbad. Ich nehme es dann aber sehr gerne für ein Fußbad. Also deshalb, ja. Und Toffee klingt lecker, sehr lecker. Türchen Nummer 4. Ja, das ist auch etwas, das man sehr gut immer brauchen kann. Eine reichhaltige Handcreme mit Bratapfel, Vanille und Zimt. Ein klassischer Duft, würde ich sagen. Ein klassischer Duft. Ich mache mal meine Ärmel etwas nach hinten. Es ist nicht versiegelt. Ich denke, wir können uns da ein wenig gönnen davon. Oh, oh, die weißelt ziemlich stark, würde ich aber sagen. Vanille, würde ich jetzt sagen, ist sehr, sehr dominant. Was ich aber froh bin, dass es nicht Zimt ist. Ja, Zimt ist so sehr Weihnachten, ne? Türchen Nummer 5. Dort steht jetzt Beauty darauf, groß. Warum auch immer, ist sicher Zufall. Es ist eine All-Night-Maske. Midnight Beauty All-Night-Maske regeneriert und erholte Haut über Nacht. Regenerierte und erholte Haut über Nacht, mein Gott. Für normale bis trockene Haut, wunderschön.
Nice. Pflege, Pflege, Pflege ist auch gut. Ja. Türchen Nummer 5, dann kommt Nikolaus. Oder? Ja, Nikolaus. Wo ist Nikolaus und was bringt er uns mit? Da. Oh, ist nicht so groß, der Nikolaus. Okay. Eine Duschseife mit Jasmin, Magnolie und Sandelholz. Leute, das riecht sehr lecker. Ich könnte es euch noch zeigen, ne? Die riecht genial. Gut, ich liebe den Duft von Magnolie. Ich liebe das Sandelholzige. Klar, dass mich das anspricht. Nikolaus, du hast was Nettes mitgebracht. Türchen Nummer 7. 7, 7. Hier, hier. Nochmal eine Handcreme. Gut, ja. Belebend und verwöhnend mit paradiesischem Granatapfel. Ich denke, das lasse ich jetzt so verschlossen. Das kennt man einigermaßen, die Duftrichtungen von Granatapfel. Also lasse ich die mal schön verschlossen. Ja, gibt es häufig bei Handcremen. Ich glaube, das hat doch auch einen Anti-Aging-Effekt, oder? Türchen Nummer 8. Macht, dass es kracht, höre ich bei anderen immer. Hier habe ich ein Hydro-Duschgel mit Aloe Vera und Lotusblüte. Versuche da auch daran zu riechen, ohne dass jetzt alles rauskommt. Ich kann aus diesen Tuben einfach nichts riechen. Ich rieche nur den Plastik. Das ist schade. Keine Chance. Ich möchte mir das Teil ja nicht in die Nase drücken. Ja, ich werde es euch unter der Dusche sagen. Feuchtigkeitskomplex. Also klingt sehr toll, finde ich. Türchen Nummer 9. Bei der Glocke. Ein Badekonzentrat. Okay, hier brauche ich wieder die Pinzette. Es ist auch wieder aus Glas. Und zwar absolut relax mit Hanf, Patchouli und westindischem Sandelholz. Oh, das riecht sehr, sehr nach meinem Geschmack. Ist sogar, würde ich sagen, leicht männlich, aber ich finde es schön. Wunderbar. Nett. Oh, schön. Türchen Nummer 10, die erste zweistellige Zahl. Hier. Jetzt habe ich noch das pflegende Duschgel auch mit Granatapfel. Okay, das wiederholt sich alles ein wenig. Aloe Vera, Granatapfel. Ich lasse es jetzt verschlossen. Wie gesagt, ich hatte ja vorher schon nicht die Chance daran zu riechen. Dann wird es hier nicht anders sein. Die Schnapszahl, die Nummer 11. Ich darf nochmal baden. Und dieses Mal Rückenpower. Badekonzentrat mit Magnesium, Arnika und Myrte. Lecker, saumäßig lecker, aber gerade extrem stark. Ich habe das gerade in meinem Kopf gespürt, mit Kopfschmerzen. Jo. Super gut. Ja, ich in meinem Beruf, Rücken, ne? Pflege. Genial. Türchen Nummer 12. Da! Manchmal sucht man und sucht man, ne? Ah ja, klar. Ein Pflegestift, der schon wackelt darin. Ein Hydro Express Lippenpflege. Stinkt normal, habe ich ihn gezeigt. Aber wieso, was wackelt da? Ja, seht ihr Leute, was hier ist? Natürlich nicht, man muss es dann so halten, aber es riecht noch nichts. Ja. 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 Es kommt jetzt mal da auf einen anderen Haufen, ne? 12, dann kommt die Unglückszahl. Ist denn das so, die Nummer 13? Nee,
Pflegeöl. Das andere war ja schon zum Baden. Jetzt muss ich gerade schauen. Und zwar ein Midnight Beauty beruhigendes Pflegeöl. Ich denke mit Lavendel zugesetzt. Ich rieche nichts. Es ist einfach eine riesen Öffnung. Okay. Okay, okay, okay. Ja. Türchen 14. Mal schauen, Akku, alles noch da. Ja. Oh, ein Body Soufflé. Und zwar Feuchtigkeit und Glow. Mit Sakura und Kirschblüten. Das muss ich nicht öffnen. Ich liebe den Duft von Kirschblüten. Das ist genial. Auch nur 20 ml, aber ja. Türchen 15. Eine. Oh, Pflegedusche nochmal. Mit Pfingstrose. Auch leider nur 20 ml, aber naja. Jetzt war ich bei Türchen wie viel, Leute? 15, glaube ich. Jetzt kommt 16, ja. Muss ich den Kopf bei der Sache haben, Adventskalender auspacken. Was ist das? Was war das? Staub? Keine Ahnung. Wir haben nochmal ein Bodyöl und zwar ein Massage mit Avocado und Yin und Yang. Jetzt werde ich mal schauen, ob ich hier etwas rieche. Muss ich mich fokussieren. Auch hier rieche ich nichts, Leute. Was ist denn das? Habe ich ein Problem in meiner Nase? Keine Ahnung. Türchen Nummer 17. Wir haben noch eine Gesichtsmaske, schön, und zwar auch mit der Kirschblüte. Feuchtigkeit und Glow. Ich wusste nicht, dass Dresdner Essenz Gesichtsmasken hat oder macht oder tut. Ich wirklich nicht. Für mich war das Duschen Baden eigentlich. Ich habe hier nochmal eine Handcreme mit Winterbeere. Hier ist der Abfall, andere Seite. Ich bin jetzt gespannt, wie Winterbeere duftet. Die Winterbeere. Ja, eine parfümhaltige Beere. Ich glaube, das war die 18, oder Leute? Nee, die 17 eigentlich. Dann würde doch jetzt die 18 kommen. Leute, ich bin durcheinander. Nee, das war die 18, da kommt jetzt die 19. Ich habe noch eine Mini-Badebombe und zwar Entspannung und Balance mit exotischem floralem Duft. Dann kommt jetzt die 20, die habe ich vorher gesehen. Die scheint mir sehr groß zu sein. Ah ja, so, das kenne ich natürlich auch wirklich von Dresdner Essenz. Oh, das ist noch angeklebt. Ich habe hier ein Fußbadekristall. Okay, steht Abwartung, Füße pflegen. Fußbadekristall beleben, pflegen, desorientieren. Desodorierend, nicht desorientierend. Ich kann hier nicht riechen, ja, aber es riecht wie Kaugummi, also Pfefferminz-Kaugummi gerade. Super, schön, schön. Ich mag nämlich Fußbad. 21. Keep calm, take a bath. Oh, schön. Mit ätherischem Lavendelöl, westindischem Sandelholz und Vanille. Oh. Auch die Vanille und der Rest eigentlich recht dezent, aber schön. Und die Leute, guckt, auch wieder eine wunderschöne Verpackung. Und auch wieder Glas. Nice. Dann kommt die 22. Muss ich kurz was gucken, sorry Leute. Habe ich die 7 ausgelassen oder hat sich das Türchen wieder... Das hat sich einfach geschlossen. Die 22. Nochmal baden, nehme ich an. Ja,
Mit Lavendel, Hopfen und westindischem Sandelholz Ruhe pur. Also alles sehr, schalt runter, mach mal Pause, schön. Riecht ein bisschen wie Chlorreiniger, so, jetzt habe ich es gesagt. Türchen 23! Nochmal baden, jetzt geben Sie Vollgas mit Baden, aber das ist für mich eigentlich auch Dresdner Essenz nächster Reihe. Love Hugs and Kiss. Yin Yang, Orangenöl und Tonka. Die Kirsche. Nee, keine Ahnung. Aber für mich hat es jetzt nach Kirsche gerochen. Ja gut, so auch nicht. Und dann sind wir schon bei Heiligabend. Und was sagen Sie uns da? Okay. Ja. Ein festes Shampoo für trockenes Haar. So. Ja, was soll ich sagen? Ich finde es mutig, dass es für trockenes Haar ist und nicht für jedes Haar. Andererseits denke ich mir, das passt ja auch zum Winter, denn die meisten haben etwas trockene Haare. Ja, 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 gut. Ich habe den ausgepackt und gebe jetzt eine kurze Meinung dazu. Also ich muss wirklich sagen, sehr schöner Adventskalender. Und Leute, die Verpackung selbst, also guckt es euch an, ließ sich gut öffnen, ließ sich gut herausnehmen. Er sieht, für das, dass es so simple Kartongeschichten sind, nicht ramponiert hoch 3 aus. Da habe ich da also noch andere Erfahrungen mit anderen Adventskalendern, das geht gar nicht. Also, ich habe natürlich sehr viel zum Baden und zum... Ja, zum Baden primär oder Duschen. Aber das ist für mich auch Dresdner Essenz, wie ich es verbinde. Was mir gefällt, ist die kleine Duschseife. Ich werde es wahrscheinlich als Handseife nutzen. Das ist mir ein wenig zu klein. Da kann ich natürlich nicht hundertprozentig sagen, aber ich finde es auch toll, diese Badetabletten. Ich habe diverse Badezusätze, die mir gefallen. Also 4 Stück gefällt mir, ne? Das ist das Love Kisses, Take a Bath, Rückenpower und Absolute Relax. Dann habe ich ja 2 Gesichtsmasken, die mir so im ersten Moment auch gefallen. Also freue ich mich darüber. Dann habe ich 2 Handcremen und zwar eines mit Granatapfel und eines mit diesem Apfelzimt, ich finde das duftet sehr gut. Ah ne, und dann habe ich ja noch eine. Ah guck, jetzt habe ich das Duschgel euch gezeigt mit Granatapfel. 2x Handcreme, Granatapfel und Apfelzimt. Lecker. Dann können wir noch duschen. Mit den Zusätzen würde ich mich sehr freuen. Eben den Paradiesapfel, die Kirschblüte, die Pfingstrose, genau. Und Aloe Vera ist halt einfach sehr pflegend. Und ich habe noch eine Handcreme gefunden, die mir gefällt. Das ist die Winterbeere. Und da ich gern Fußbad mache, läuft. Was mir persönlich jetzt nicht so gefallen hat, ist einfach wirklich das Pflegeöl. Weil ich einfach das Gefühl habe, ich rieche gar nichts. Deshalb kommt es bei mir in den Solala-Stapel. Auch hier das mit der Orange ist für mich persönlich Solala, weil ich Orange nicht so mag. Zum Essen schon, sonst nicht. Darum Solala. Aloe Vera. So ein kleines Ding. Ja, Solala. Nein, hast du überall darin. Den, nein, mache ich anders. Avocado, Yin Yang Öl. Auch hier rieche ich nichts. Deshalb auf dem, das riecht für mich wie WC-Reiniger, deshalb leider auch nicht so der Burner. Und ich selber nutze halt einfach nicht gerne feste Shampoos und für mich persönlich ist das jetzt nicht so ein Highlight. Das Einzige, was für mich jetzt gar nicht geht, ist der von Dresdner Essenz, diesen Lippenpflegestift. Warum? Weil er, wie gesehen, ne, schon mal eigentlich defekt ist, wenn man so will, weil
Weil er echt nach gar nix die riecht so. Und ja, die Verpackung ist recht mau. Ja, das ist für mich ein No-Go. Würde ich ihn mir wieder kaufen, so vom ersten Anblick? Jein. Ich finde, es sind schöne Produkte, ja, auf alle Fälle. Es sind halt einfach überall nur 20 Milliliter, also knappe Reisegrößen. Gerade für Duschgel reicht das 2 bis 3 Mal hin. Ich finde das schade. Ich finde den Adventskalender so gesehen dann doch noch relativ teuer für Drogerieprodukte. Wäre schön, ja, ich glaube, die einzigen 2 Produkte, die Full Size oder 3 sind, ist das Shampoo, ist der Labello und ist das Fußbadesalz. Wobei ich sagen muss, ich glaube, für so eine Firma ist ein Labello so günstig in der Herstellung wahrscheinlich. Wie gesagt, zum Verschenken an Leute, die gerne Düfte mögen, würde ich es auf alle Fälle wieder machen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob der nächstes Jahr nochmal kommen wird. Aber ich kann ja etwas nachdenken. Ich habe ja noch ein wenig Zeit. So, Leute, das war der Dresdner Adventskalender. Ich hoffe sehr, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch von Herzen einen wunderschönen Tag, oben, was auch immer. Und sage ganz einfach, habt's gut, habt Sorge und sage Tschüss.